Wenn wir die Patches beim Patchwork zusammennähen, arbeiten wir mit einer Nahtzugabe von ca. 0,75 cm. Das Einrichten der Nähmaschine ist der erste Schritt. Das kannst du entsprechend der Anleitung, die deiner Maschine beiliegt, durchführen. Manche Maschinen haben bereits einen Patchwork-Fuß beiliegen oder er ist optional erhältlich. Manche Maschinen haben ein Füßchen mit einem bestimmten Abstand für die Nahtzugabe. Um zu lernen, wie deine Maschine für eine bestimmte Nahtzugabe vorbereitet wird, schaue dir unser Video Einstellen der Maschine für eine Nahtzugabe von 0,75 cm an. In diesem Video benötigen wir 5 Stoffstücke, die wie gezeigt in 4 verschiedene Größen vorgeschnitten sind. Lege 2 Stoffstücke rechts auf rechts zusammen. Die offenen Kanten liegen übereinander. Für dieses Video verwenden wir einen dunkleren Nähfaden von Coats, zum Beispiel Coats Cotton, damit er gut sichtbar ist. Stecke die beiden Stoffstücke mit einer Nadel zusammen oder lege sie direkt vorsichtig unter den Nähfuß. Die rechten Kanten der Stoffe sollten bündig mit dem Fuß oder an der Markierung für eine 0,75 cm Nahtzugabe sein. Senke den Nähfuß ab. Halte die beiden Fadenenden fest und beginne langsam zu nähen. Schneide die Fäden ab und bügle die Nahtzugabe entweder auseinander oder gegen das dunklere der beiden Stoffstücke. Lege die Stoffstücke 1 und 2 wieder mit der rechten Seite nach oben und lege Stoffstück 3 im Uhrzeigersinn rechts auf rechts an. Die rechten Kanten liegen übereinander. Stecke die beiden Stoffstücke mit einer Nadel zusammen oder lege sie direkt vorsichtig unter den Nähfuß. Steppe füßchenbreit ab. Schneide die Fäden ab und bügle die Nahtzugabe zum dunkleren Stoffstück. Arbeite im Uhrzeigersinn weiter. Stecke die Stoffstücke vorsichtig zusammen und lege das Ganze unter die Maschine. Steppe füßchenbreit ab. Schneide die Fäden ab und bügle die Nahtzugabe zur dunkleren Stoffseite. Füge das letzte Stoffstück an. Dabei sollten die Außenkanten aufeinander liegen. Stecke die Stoffstücke zusammen und lege den Block unter die Maschine. Steppe füßchenbreit ab. Schneide die Fäden ab und bügle die Nahtzugabe zur dunkleren Stoffseite. Patchwork ist die Basis für Quilting. Du kannst an dieser Stelle aufhören und die Schritte 1 bis 8 wiederholen. Auf diese Weise kannst du mehrere Blöcke nähen. Werden diese dann aneinander gefügt, ergeben sie eine Oberseite für einen größeren Quilt. Du kannst auch unser Video Quilt-Untersetzer anschauen und kannst aus einem einfachen Block etwas Besonderes gestalten.